Und damit sind wir wieder zurück. Rogue eben mit einem wirklich, wirklich guten Sieg, muss man sagen. Haben sich am Anfang noch ein bisschen ruhiger gezeigt, haben praktisch die starke Phase von Excel abgewartet und dann sind sie einfach drüber marschiert. Ne? Wenn da, ja, hat er vielleicht den einen oder anderen Engage verhindert. Ne? War auf jeden Fall eine starke Performance und lässt bei Rogue einfach darauf hoffen, dass sie diesmal von vornherein Playoffs-Kandidat sind. Genau, also dass sie sich da auf jeden Fall halten mit der Performance, die sie haben. Ist halt die Frage, also die ersten Wochen sind immer stabil, ist so zu starten, wie sie es jetzt tun. Nur ist es dann wichtig, wenn die anderen Teams quasi aufholen und dann immer sich verbessern. Das sehen wir immer wieder in den Splits, dass da manche Teams einfach in ihrer Early-Performance bleiben irgendwie und nicht weiter improven. Und da werden sie meistens dann die Teams werden dann meistens überholt und dann enden sie doch in den letzten Plätzen. Das ist immer dann so ein bisschen bitter. Also da sollten sie auf jeden Fall am Ball bleiben. Ja, bei Excel, was können Sie vielleicht noch improven? Ist es, ich meine, ne, Kevin hat schon angesprochen, es wäre gut gewesen, wenn Sie noch aggressiver am Anfang gespielt hätten. Ist es vielleicht auch einfach möglich, beim nächsten Mal die Pick-and-Bun-Phase umzustellen? Ich denke schon, die Pick-and-Bun-Phase war eben an manchen Punkten nicht unbedingt vorhersehbar, aber man wusste halt eben, dass Saken so ein bisschen an seiner Cassiopeia hängen bleibt und sie auch unbedingt spielen wollte. Oh Gott. Falsches Game. Ja, das Detalia und der Pantheon waren eben so ein bisschen durch eingeladen. Die beiden. Oh. Ja, ich meine, sie haben mit dem Pantheon und mit Detalia, sie haben ja einen Gameplan gehabt. Also sie wollten im Early Game halt snowballen und das dann punishen. Ich finde es fein. Ich denke, sie wussten, dass sie einen Timer haben und ich denke, das war von vornherein so geplant. Sie haben es halt einfach nicht geschafft zu exekuten und ich finde es völlig okay, so einen Gameplan mal oder so ein Team aufzubauen, so ein Setup. Warum nicht? Besonders, wenn man selber sagt, dass man sehr slow gespielt hat gestern. Ja, und dann wollten es einfach mal ein bisschen schneller gestalten, hat leider nicht gut funktioniert und jetzt wissen sie es halt. Ja, wir können auch gerne noch mal ein paar Replays reingucken vom letzten Spiel, denn am Anfang sah es für Excel gar nicht so schlecht aus. Die hatten ein paar Situationen, in denen sie echt noch mal gut nach vorne kommen konnten, sich einen kleinen Vorsprung erspielen konnten und gerade Joplane sehen wir noch mal so eine Situation, ne, die 2-gegen-2 Fights. Man muss auch sagen, wir haben am Ende eine Szene gesehen, wo Ornn mit seinem Brittle praktisch die Ult von Mordekaiser gecountert hat. Das war für dich ein bisschen weird, Kevin. Ja, war im ersten Moment so ein bisschen komisch. Also ich wusste nicht mal, dass das so geht mit dem W. Mhm. Also weil es zum Beispiel bei Camille und sowas auch nicht funktioniert. Also man kann kurz dodgen, die Ultimate, aber der Mordekaiser hat es dann nicht normalerweise auf Cooldown und kann es dann halt 2 Sekunden später danach wieder benutzen. Deswegen fand ich das ganz cool. Ja, Finn das wirklich geht. Mit seinem Gitarren-Move, der eben auch angesprochen wurde. Und da sehen wir die Stärke von Ornn, die wir vielleicht auch gleich im nächsten Game nochmal sehen werden. Oh, also, ich finde Ornn zum Engage ist gut, aber so in offenen Maps, du willst eigentlich, wenn du mit Ornn engaged, immer an so Chokepoints kämpfen oder im Jungle oder sowas, wo die Gegner ein bisschen klumpen. Weil wir haben zum Beispiel jetzt in der Mitte das Problem gehabt, dass du hast halt so viele Möglichkeiten zu dodgen und das haben sie auch alle getan. Das heißt, das Target, was du halt im Endeffekt ultiest, kommst du halt sehr selten dran oder die anderen geben schon so eine gute Cover, dass da wirklich nichts passiert mit der Ultimate. Deswegen finde ich das irgendwie so ein bisschen, ja, gewastet, einfach nur in der Mitte zu engagen, außer natürlich immer das Out of Position, aber das war hier nicht der Fall. Also vielleicht doch wieder kleine Positioning-Probleme bei Excel? Ja, du hast halt eben die Problematik, dass deine Comp wirklich sehr darauf ausgelegt war, schon im Early Game wirklich viel mit der Tilly, mit dem Pantheon drumherum zu spielen und dann später bei dem Ornn zu kommen, was aber auch nicht so einfach war, weil du eben die Möglichkeit hattest, mit dem Mordekaiser ein wichtiges Target rauszunehmen, eben schon mit einem weniger quasi den Teamfight zu spielen und dann eben mit dem Vladimir, der eben auch mit dem Late Game dazugekommen ist, mit ihm eben dann frontal reinzugehen und damit eben dann auch die Winning Conditions von Excel so ein bisschen zu negieren, weil eben Thalia Panther nicht mehr so viel zu sagen hatten. Auf der Botlane warst du auch nicht wirklich in der Lage, das Game in die Hand zu nehmen und dann war eben Ornn auch recht verloren. Ja, eben haben wir viel über Toplaner geredet, jetzt müssen wir über eine ganz andere Lane reden, Botlane. Denn es wird sehr, sehr geil, wir haben Origin gegen Schalke und das heißt, wir haben Upset gegen sein altes Team und Forgiven, der jetzt wieder bei Schalke spielt. Und was können wir von diesen beiden Giganten, kann man sagen, die da aufeinandertreffen, erwarten? Ich denke mal, sehr viel Botlane-Fokus oder es werden beide einfach nur relativ safe spielen, wie wir es eben schon gehört haben. Und es wird sich halt eher um die Midlane konzentriert, was sowieso der Core ist von League of Legends, dass man halt eher um die Botlane oder die Toplane rotiert. Kann, einfach die Midlane und ich bin sehr gespannt, was wir für Picks sehen. Wir haben jetzt gestern Xayah gesehen von Forgiven, was halt so der typische AD Carry ist, finde ich, also viel effektiver auf so einem Spiel wie Forgiven, wie jetzt eine Senna oder sowas, wo Senna sehr stark ist, aber wenn man dann denkt, ja, man muss DPS haben permanent, das ist halt Xayah sehr nice.
ist die Frage, was wir für Kompositionen sehen. Ob beide Engaged-Stars spielen, also auf der Botlane mit Supportern Leona, Nautilus, Thresh, würde ich auch gerne mal wieder sehen. Gefällt mir immer sehr gut. Und bin sehr gespannt, ob da wirklich Full Focus drauf sein wird. Ja, werden wir jetzt auch in der Champ Select gehen, sehen, denn wir gehen da jetzt direkt rein in der Reihenfolge. Und ja, Forgiven, ne? Gestern kein Lucian. Werden wir den heute vielleicht von ihm erleben? Ja, ich würde auf jeden Fall sehr interessant werden, denn gestern waren die einzigen beiden, die Xayah gespielt haben, Upset und eben Forgiven. Heißt, es bleibt tendenziell nur einer offen für ihn von allen beiden. Ist gebannt. Ist auch gebannt. Also ist auf jeden Fall der Pool nochmal ordentlich offengelegt. Wir haben noch Aphelios gesehen, heute ebenfalls schon einmal. Dann eben noch die Möglichkeiten mit dem Senna, mit dem Varus oder eben dann mit der MF. Aber ich denke schon, dass eben Forgiven jemand ist, der eigentlich ganz gerne einen AD Carry in der Hand haben möchte, mit dem er eben auch aggressiv spielen kann. Wir sehen auf jeden Fall schon mal ein paar Unterschiede zu den anderen Pick-and-Ban-Phasen. AD Carries werden auf jeden Fall hier schon zwei rausgenommen. Was ist mit so jemandem wie Caitlyn zum Beispiel, der ja auch in Solo-Queue immer gerne gespielt wird, aber im Kompetitiven nicht so richtig den Anklang gefunden hat? Also Forgiven ist jemand, der auch seine Solo-Queue viel Caitlyn gespielt hat. Ist eben ein Champion, der gut darin ist, etwas, was er selber auch so eine kleine Paraderolle einnimmt, nämlich im Pushen und halt eben darin, Gegner unter den Turm zu drücken. Sie hat eben einen Reichweitenvorteil. Tendenziell gegen Aphelios weiß ich nicht, ob sie da noch so stark ist. Er ist jetzt auch rausgebannt worden. Aber gegen MF, glaube ich, könnte eine Caitlyn sogar ganz okay sein. Wir haben jetzt hier zwei AD-Carries, die beide, sagen wir mal, sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben, an die aber auch große Erwartungen gestellt worden sind. Bei Upset war es immer so, kann er Schalke carryen, jetzt hat er ein neues Team. Origin hat auch gestern sehr gut performt, muss man sagen. Bei Forgiven ist jetzt die Frage, kann er Schalke carryen? Kevin, sind da die Chancen ein bisschen besser für Forgiven? Also ich denke sowieso, AD-Carries gerade werden so ein bisschen gezogen von Supportern, besonders in der Early-Phase und später auch. Ich denke, was viel wichtiger ist, ist halt, wenn sie diese Team oder die Teamposition aufgebaut haben, die sie halt wollten, dass sie halt wirklich alle auf der gleichen Seite, also auf der same Page sind. Einfach, dass sie im Teamfight genau wissen, was sie zu tun haben, was jeder Einzelne zu tun hat, was das Ziel ist in einem Teamfight für sie. Das war gestern der Fehler und ich hoffe, das machen sie heute besser. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf die Caitlyn und sowas. Ich finde persönlich Caitlyn zum Beispiel mit der ganz besonderen Kombination theoretisch mit Morgana super, super strong. Ist halt eine komplette Push-Lane, kannst du punishen, dann noch mit dem Jungle, um zu diven und so weiter. Sehr stark, werden wir hier leider wahrscheinlich nicht, oder sehen wir nicht. Man nimmt Brawl, Elise, super, super stark. Also wir sehen eigentlich mittlerweile in den ersten Rotationen eigentlich immer die gleichen Picks, weil es einfach die solidesten sind und die wenigsten Matchups haben, wogegen sie schlecht sind. Und sie alles ein bisschen gegenseitig Stärken und Schwächen nehmen. Ja, tendenziell ist Senna und Nautilus jetzt eingeloggt worden auf Seiten von Origin. Heißt eben eine Kombo, die wir auch schon häufiger gesehen haben. Senna hat eben diese Long-Range-Möglichkeit, immer ein bisschen dagegen zu poken. Indessen der Braum eben auf Schalke 04, der eben jetzt nicht unbedingt auf eine Caitlyn vielleicht hindeutet, weil es eben nicht die stärkste Kombo ist. Und Kombination, also man entscheidet sich lieber für den Varus, heißt auch eben Möglichkeiten, später im Teamfight eher aktiv zu werden. Du hast den Braum, der für dich peelen kann. Und vielleicht ist es auch so ein leichter Hinblick auf gestern, denn da tatsächlich wurde Forgiven ziemlich auseinandergenommen von Patrick, der da ein Varus gespielt hat in Kombination mit dem Braum. Heißt, du hast eben gut peel Möglichkeiten, um den Varus ins Late Game reinzubringen. Muss natürlich auch dazu sagen, gestern hatte man Braum und Yasuo gegen sich. Das war sehr unangenehm. Blesk hat das sehr tolles Meme auf Twitter kreiert, was das sehr gut veranschaulicht hat. ja, Yasuo wird jetzt auch direkt gebannt. Also ich glaube, Forgiven und auch Schalke sind noch geprägt von der gestrigen Pick-and-Ban-Phase. Ich finde, mit Varus werden sie halt, also Forgiven wird halt hier komplett Positioning-Monster sein müssen. Auch mit dem Braum, wenn der Braum halt irgendwie selber irgendwie CC't wird oder währenddessen irgendwie einfach nicht in der richtigen Position ist, was halt bad wäre, aber was passieren kann, ist halt der Engage von Origin theoretisch brutal auf einen Varus, besonders ohne Flash. Wir haben es heute auch schon gesehen, wie oft Varus ohne Flash einfach direkt geplatzt ist. Gegen Gragas und Nautilus hier keine einfache Sache. Der Pantheon ist definitiv weg, genauso wie Gangplank. Ja. Sehen, was dann auch übrig bleibt. Ja, der Gangplank war ihm nochmal wichtig für das Game von Origin, weil eben gerade Alfari, obwohl er ebenfalls wieder Laning Phase nicht sonderlich gut rumkam, eben später viel mit den Fässern arbeiten konnte und eben einen unheimlichen Schaden rausgehauen hat und da auch nochmal so eine kleine Absicherung für Origin gespielt hat. Ist vor allem immer noch recht gut auf der Top-Lane, weil es halt wenig Matchups gibt, jedenfalls komplett verprügeln. Ja. Das haben wir auch gestern erlebt. Der konnte ja ziemlich frei agieren. Jetzt nochmal der Ornbahn. Nochmal Engage, der fehlt. Bisher hat Schalke aber auch die Möglichkeit, selber ein bisschen langsamer zu spielen oder etwas mehr über Catches zu arbeiten, gerade mit Elise und Varus in der Kombination. Und jetzt muss man halt die beiden Solo-Lanes offenbaren. Was könnte Abe Dagge da jetzt auspacken? Gibt es bei ihm auch wieder so einen Pick wie Cassiopeia, über die wir heute schon geredet haben? Genau, also wahrscheinlich wieder Cassiopeia oder sowas.
Mordekaiser ist halt auch immer noch offen, theoretisch. Man geht hier für Renekton, ist halt ein solider Top-Laner. Ich finde ihn aktuell, wenn man, besonders mit der Team-Comp jetzt schon nicht ganz so gut, finde ich, weil er sehr einfach gekitet wird. Du bist eher darauf angewiesen, dass irgendeiner aus deinem Team eher engaged und erstmal reingeht und du einen Follow-up quasi darstellst und kannst halt wirklich sehr einfach im CC sterben. Was sieht so aus, als würde man jetzt vielleicht eher über Top-Lane mit Elise über Dive spielen wollen, oder? Wenn man Renekton im Early-Game pickt mit Elise, ist ja meistens eher so Top-Side-orientiert. Das kann sein, aber ist halt die Sache. Wenn halt Origin dann dafür aber um Botlane spielt, dann haben wir wieder das System so, Top-Lane-Impact gegen Botlane-Impact und wir wissen, wie das ausgeht. Ja. Und das ist halt dieses Problem. Klar, der Dive ist halt brutal. Ich finde Gnar hier einen insane geilen Pick, by the way. Ich liebe dieses Matchup gegen Renekton. Macht sehr viel Spaß, kann man richtig zerstören. Und endlich mal Gnar zu sehen, vor allem. Erster Pick in der LEC, finde ich sehr cool. Geht hier für Ryze, würde ich... Nochmal ein immobiler AP gegen diese Komposition vor allem schon. Also ich glaube, da könnten sie vielleicht ein bisschen in Gefahr laufen, dass sie einfach komplett gewombo-comboed werden. Split-Push-Optionen wären dann zumindest noch am Start. Ja, das stimmt. Da hat man auf jeden Fall hier nochmal einen sehr gut skalierenden Charakter. Und nochmal Nautilus. Und nochmal Nautilus. Ja, ist wahrscheinlich wieder jemand anderes. Ja, die LeBlanc vermutlich. Oh, das kann wirklich LeBlanc sein. Wieder. Ja, die gegen Ryze ist ziemlich gut. Und vor allem noch im Split-Push auch gegen Renekton. Super, super solide. Ich glaube, es kann auch gut eigentlich in dem Game arbeiten über Vision. So einen ähnlichen Playstyle wie Larsen es gestern mit der Qiyana gemacht hat, würde ich hier sehen. Dass sie wirklich für die Snipes geht, auf irgendwie Ryze oder Varus von der Seite. Kurze Combo rüber über die Wall und dann bisschen chunken. Aber ansonsten gefällt mir die Komposition von Origin echt gut. Aber ich glaube für mich persönlich, weil ich ein bisschen Bias bin gegenüber Gnar. Ja, bisher, wir haben ja gestern gesagt, Origin vielleicht schon Kandidat für einen potenziellen zweiten Platz in der Liga, weil sie halt eben gestern wirklich so gut ausgesehen haben. Wird das hier direkt die 2-0-Woche für sie? Ich denke immer, dass wir hier gute Chancen haben, weil mir die Comp von ihnen auch persönlich besser gefällt als die von Schalke, weil man wieder so viele kleine ungewisse Punkte drin hat, wie nämlich eben der Varus in so einen Teamfight reinkommt, aber einfach rausgefokust wird, von einem Nautilus oder von der LeBlanc einfach verschwindet und einfach da die Teamkombi trotzdem wieder ein bisschen runder aussieht und doch, glaube ich, eher dem entspricht, was hier momentan in der Lage ist, wirklich auch sein Games zu holen. Du hast eben wieder wenig Möglichkeiten, Forgiven aktiv zu beschützen. Und ich glaube, auch gestern hat ihm schon so ein bisschen der Peel von seinem eigenen Team gefehlt. Also vielleicht haben sie noch ein bisschen mehr Synergie jetzt zusammengeholt. Vielleicht hat Forgiven da gestern nochmal mit der Hand auf den Tisch gehauen. Ja, wer auf jeden Fall eine ganze Menge Synergie hat, das sind unsere beiden Caster, Ice und Kernus. Und an die natürlich auch die Frage, Upset oder Forgiven? Ja, interessante Frage. Also ich sag heute jetzt mal Forgiven heute. Schwierige Entscheidung. Also ja, gestern hätte ich doch gesagt Forgiven. Sie haben aber auch gestern ein brutal hartes Matchup bekommen. Die Analyse-Ecke hat es so ein bisschen herauskristallisiert. Yasuo wurde diesmal gebannt, da hat man sofort aber den Strich gezogen. Und Braum, die man diesmal selber im Team hat. Also ich glaube, da sind ein bisschen mehr Freiheiten. Ich finde, beide Kompositionen haben sehr, sehr klare Winning-Conditions. Also der Ryze fällt da so ein bisschen aus dem Raster raus, sage ich mal. Sonst zählt das Early-Mid-Game halt brutal hart dort für Schalke. Wenn das Early-Mid-Game nicht läuft, hinten raus mit Elise, mit Renekton, mit einem Varus, sieht es nicht ganz so einfach aus. Ja, und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, LeBlanc ist aktuell ein bisschen verbuggt, was die Champ-Select angeht. Es sieht minimal so aus. Trotzdem muss ich sagen, auf der anderen Seite hast du natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wir haben über Wombo-Kombos gesprochen. Du hast auch hier natürlich nochmal Sideline-Pressure. Gerade Kevin hat es mal angesprochen. Dieses Matchup Renekton gegen Gnar wird hier nochmal ganz entscheidend. Du haben eine Muss schauen, dass er hier über Elise vielleicht einen Vorteil erspielt. Ansonsten kann das richtig böse werden. Ja, Gilius ist hier definitiv Dreh- und Angelpunkt. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass, ja, die Komposition von Schalke ist sehr Early-Mid-Game-lastig, will also viel Pressure haben, aber sie haben quasi zwei Losing-Solo-Lanes. Es ist für Renekton ein hartes Matchup und auch für LeBlanc ist das Matchup deutlich härter geworden. Für Ryze ist dieses LeBlanc-Matchup deutlich härter geworden. Weil früher war es ja so, LeBlanc ist reingejumpt, du konntest sie immer comboen, indem du sie halt einfach gesnared hast und danach ihr alles reingedrückt hast. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass du mit Ryze erst dein E treffen musst, bevor du den Weg castest. Du hast also keinen Delay, damit der Snare auch durchkommt. Und damit fehlt dir halt schon mal ein E in der Combo. So, und das ist nämlich so, wenn du jetzt nur noch W drückst, also deinen Snare, den du früher hattest zumindest, auf LeBlanc, ist sie nur noch geslowt. Also sie kann sich einfach zurücksetzen. Also hier musst du halt ein bisschen akribischer arbeiten als Ryze. Ich meine, trotzdem muss ich sagen, gefällt mir der Ryze-Pick noch ganz gut, weil du später eben nochmal so eine Late-Game-Absicherung hast, der ins Spiel kommen kann. Also mal abwarten, wie das Ganze läuft. Auch hier natürlich ein bisschen Utility mit dabei, ne? Auch Forgiven kann, glaube ich, gerade eben aggressiv spielen. Wir haben es von Annika gerade gehört. Forgiven jemand, der immer seine Lane gewinnen will und das natürlich mit einem Varus eher machen kann als mit einer Xayah oder so. Ja, definitiv. Varus ist da der Early-Game-Bully und Braum passt perfekt rein. Wenn die Braum-Passive dort einmal durchkommt, dann wird's happig. Für Odoamnus sieht auch nicht so lecker aus.
Also trotzdem, er kann sich noch wehren, so ist es nicht. Jetzt Level 2 Vorteil gerade für Nuke Duck. Geht auch direkt ein bisschen in den Poke rein, aber Autodesk kann auch Abbe Dagger austeilen. Das ist richtig. Er versucht ja auch möglichst viele auszuteilen und halt auch immer dran zu bleiben. Aber hier muss man sich vielleicht nochmal vor Augen halten. Er spielt mit Teleport und er wird die für einen sehr früh Base gehen müssen. Denn er möchte die Träne so schnell es geht haben, um sie voll zu stacken. Plus er hat sich halt für die Variante über die Refillable Potion entschieden und hat dadurch deutlich weniger Sustain als nur LeBlanc. Ja. Ja, mal gucken, beide Jungler jetzt auf der Top-Seite könnten sich hier auch gleich ein bisschen um die Krabbe duellieren. Das wird es dann auch sehr wichtig werten. In der Mitte Prio kann man das Ganze contesten oder halt nicht. Elise geht auf jeden Fall entweder schon Top-Seite oder Jungle hier von Gragas. Xerxe muss natürlich aufpassen, ist nicht so tanky, geht ja auch gerne mal auf die AP-Variante. Und eine gesetzte Kombination von Gears, die wirklich trifft, über den Kukon, kann dann auch so wirklich lebensbedrohlich werden. Ja, definitiv. Level 3 Elise ist sau gefährlich. Xerxe jetzt auch Level 3 unterwegs. Wurde auch nicht gespottet. Also Gilius weiß noch nicht, dass er da unterwegs ist. Vielleicht sehen sie sich gleich durch Zufall, scheint aber nicht so zu sein. Midlane sieht jetzt ein bisschen angreifbar aus. Also LeBlanc hat zum Anfang einen unfassbar hohen Cooldown auf ihren W, auf ihren Dash. Ah, man hat gerade nicht gesehen. Flashbacher mal wieder auch direkt raus. Der Slow auf First Blood hier für Xerxe. Wunderschöner Gang und Abedag überlebt das hier. Wurde allerdings ignited. Ja, ein Autotech mehr von Jupiter, das reicht. Abedag wusste aber, dass der Autotech da kommen muss. Dementsprechend ist er auch nicht geflasht. Also er hat sich da ein bisschen zurückgehalten. Aber Nuke Duck hat geflasht für den Flank. Mhm. Und das könnte tatsächlich teuer sein. Klar, LeBlanc ist ein super mobiler Champion, aber eine CC-Chain über Ryze, der eben auch ein Setup legen kann für Elise, ist halt echt tödlich. Genau. Und da reden wir halt von so einem Setup wie LeBlanc, der streien will für einen Trade gehen, setzt sich wieder zurück, Ryze flasht hinterher, EW drauf, der Cocoon kann bloß noch treffen und dann bist du bei einem Gang ein gefundenes Fressen. Da hast du vollkommen recht. Also hier ist jetzt auch für eine LeBlanc eine gewisse Anfälligkeit geboten. Heißt für Nuke Duck einfach, er muss den Playstyle so ein bisschen ändern. Eben hat er quasi alles mal aggressiv eingesetzt. Jetzt wird er sich halt 3 und 4 mal überlegen, ob er seinen Dash statt nochmal aggressiv einsetzt, statt ihn einfach zu behalten. Ja, trotzdem ist schon ein kleiner Goldie für Origin. Origin, die ja zuletzt auch Fnatic relativ deutlich schon geschlagen haben. Die ja tatsächlich Patrick rausgenommen haben, der als Star im Teamgang galt. Auch witzig, aber sich mit Upset trotzdem vermutlich eine Verbesserung geholt haben. Also mal schauen, ob das auch wirklich so funktioniert. Am Ende heute natürlich wieder ein starker Gegner mit Schalke normalerweise. Die aber halt gestern gegen Exil verloren haben. Unser kleines Überraschungsteam vielleicht hier bisher in der ersten Woche. Ja. Und sind wir ehrlich, ich glaube, es war einfach der Name Change. Dass Patrick sich umgenannt hat, da hat man gleich gesagt, nee, oh, Sheriff 5 war 10.000 Mal cooler, jetzt wollen wir dich nicht mehr haben. Nee, Spaß beiseite. Also ich denke, ne, ich habe ja im letzten Game auch schon gesagt, dass momentan die Adi-Carry-Qualitäten in Europa ziemlich groß scheinen. Boah, der Jago gut hat. Oh, hat verfehlt. Aber der Sidestep, der Stein hat nicht getroffen, sonst hätte hier Odoamne das Zeitliche gesegnet. Aber man merkt, es ist immer noch ein Skill-Duell, ne? Also Odoamne hat hier Möglichkeiten, sich so zu wehren, wenn er es gut spielt. Ja, so Skill-Duell hin oder her, das ist schon ein Losing-Matchup für Remington. Aber ich meine, er macht es halt trotzdem gut. Er versucht das Maximale rauszuholen. Er hat natürlich jetzt seinen Flash dabei verloren und Alphariat sein noch zur Verfügung. Aber natürlich hast du am Ende schon recht. Es wird jetzt, je mehr Items dort auf Nahes Seite landen, desto schwieriger wird es für Remington. Das wird hinten raus eine absolute Katastrophe. Deshalb werden die ersten Teamfights, glaube ich, ziemlich entscheidend auch für den Spielverlauf sein. Und wenn da Remington sich ein bisschen in Szene setzen kann, wenn man da gut nach vorne kommt, dann kann man auch einiges rausholen. Aber es ist halt wieder viel Wenn und Aber, ne? Das sind jetzt hier keine festen Punkte, keine festen Anker, von denen du ausgehen kannst. Und da spielt auch so ein bisschen, wie kann ich die Teamfights herbeiführen, dass ich da direkt an den Zähnen setzen kann, auch eine Rolle. Ja, mal gucken, ob Xerxe demnächst nochmal hier in Gank landen kann. Odoamne könnte man hier nochmal abholen, denke ich. Wobei man sagen muss, lohnt sich das, du hast es angesprochen. Alphari sollte das sowieso im Alleingang machen. Dann könnte man auch Ressourcen in die Mitte setzen, um das Ganze zu covern oder den Flash von Abbe Dagger zu ziehen, damit eben auch da ein bisschen mehr Gefahr raus ist. Die Spinne, ne? Auf seine Chance. Ah, da ist aber ein Pink Ward. Will trotzdem für den Gang gehen. Alphari hat auch noch sein Flash zur Verfügung. Kukon sitzt allerdings. Odoamne geht nochmal hinterher, aber der Flash muss hier gezogen werden. Alphari jetzt allerdings gleich Level 6. Xerxe kommt mit den Stühchen auch nochmal dazu. Bluesman geht auf Gilius raus. Double Bauchrammer sogar nochmal. Aber reicht der Schaden? Ja, oh, sieht nicht so aus. Turmschuss geht sogar auch nochmal raus. Und Odoamne will hier nochmal hinterher. Braum kommt nochmal dazu. Flash Engage. Xerxe verabschiedet sich. Odoamne mit einem ganz wichtigen Kill. Alphari wird hier allerdings nochmal groß und dadurch eher nicht mehr angreifbar. Ja, das ist bitter, das aber wenn man Dreams von der Botlane bis nach oben geraumt, macht den Unterschied. Auch in der Mitte, aber Duggle verliert hier auch seinen Flash, überlebt das allerdings. Dennoch, wir haben drüber gesprochen, er jetzt auch Flash aus und das ist wichtig. Man muss aufpassen, Nuke Duck hat nicht geultet eben, Junge. Ignite, das war's, das reicht. Das war halt so predictable. Das muss er selber auch vorher sehen. Wenn Nuke Duck seine Ult eben für den Trade nicht eingesetzt hat, dann kann die nur hinterherkommen. Und er weiß, dass Nuke Duck auch Ignite mit dabei hat. Da kann Abedag nicht stayen. Von ihm hier klarer Fehler und der wird mit dem Tode bestraft. Ja. Und dadurch
jetzt auch ein ganz wichtiger Kill für LeBlanc, um das Matchup noch aggressiver spielen zu können. Ja, das ist so richtig bitter. Ne? Gragas ist ein bisschen später Richtung Top-Lane unterwegs. Danach Max Xerxes ist eigentlich ganz gut. Man erwartet die ganze Zeit. Sie wissen auch, Elise ist das squishigere Ziel. Das ist ein bisschen einfacher zu bursten. Deshalb läuft er einfach so ein bisschen an Oderabende vorbei. Combo hier perfekt Gilius. Und dann kommt der Bumerang, weil er vorher noch Renekton trifft. Leider nicht so weit, um Gilius zu treffen. Und dieser eine Hit hätte gereicht für den Kill. Und dann kommt da Dreams auf einmal mit dem Flash. Und das war's dann auch. Alfari wird immer noch groß. Dadurch kann man ihn nicht mehr bedrohen. Aber Dreams mit der Rotation hat ja auf jeden Fall den Kill-Unterschied gemacht. Ja, super Rotation hier auf beiden Support-Positionen. Ne? Destiny hier in der Mitte. Ich kann nochmal betonen, der Typ... Okay, das halt, der Anker-Hitbox ist halt immer wieder legendär, ne? Legendärer Hook, also den auch trotzdem zu hitten und das zu wissen, dass der da durchgeht, ist halt einfach auch genial. Aber das sind quasi zwei Fehler hintereinander von Abu Dhaka. Einmal, dass er sich zwischen den Minions positioniert und da überhaupt gehookt werden kann. Dass er dann, trotz der Ultimate von LeBlanc, die nicht genutzt wurde, dann dort stayed und sich noch kombo lässt. Das sind zwei Fehler, die halt einfach nicht mehr tragbar sind, um dort zu überleben. Wunderschön, dass Origin hier aber wirklich Destiny gescoutet hat. Ne? Also, kommt aus Australien, von Mammus, die man ja immer mal wieder bei den Worlds Play-Ins sieht. Aber er fässt hier wirklich gut Fuß. Gilius. Pass auf, mein guter. Xerxes ist Level 6, Gilius noch Stufe 5. 2 gegen 2 würde hier für Schalke 04 katastrophal ausgehen. Auch Level 6, ne? Also ich glaube, sie wollen jetzt die Flashlosigkeit von Abu Dhaka ausnutzen. Ja, Destiny ist aber gerade den langen Weg quasi gegangen. Er ist nicht direkt an der Wand lang gegangen. Dadurch kann die Control Ward, die im Busch steht, ihn auch spotten. Na, wenn diese Control Ward dort im Busch nicht ganz im linken Pixel steht, kannst du quasi an der Wand im mittleren Busch langlaufen oder an der mittleren Linie und wirst trotzdem von der Ward nicht gespottet. Aber Destiny ist einfach per Rechtsklick gerade quer durchmarschiert. Und dadurch wusste man, okay, in der Mitte, da wartet irgendwas. Und damit auch keine aggressive Aktion hinter Schalke 04. Ja, Botlane rotiert hoch, man droppt hier diesen ersten Drachen für den Herald. Alfari hat immer noch keinen Flash und er jetzt angegriffen und wird sich auch verabschieden. Forgiven mit einem Kill und der Lane-Swap hat sich doppelt gelohnt. Dreams ist auf jeden Fall gerade gut unterwegs auf der Karte. Ein Braum, der erstmal seine Passive durchbringt, ist tödlich und muss man aber auch viele abgeben. Also ist jetzt keineswegs for free. Es ist natürlich die Frage, dadurch, dass man den Lane-Swap durchgezogen hat und den Herald damit halt einfach nehmen konnte, kann man wahrscheinlich versuchen, so schnell es geht, um das Turret First mal zu bekommen. Wir sind nach der 5-Minuten-Marke, die Buffs von den Turrets sind gefallen und damit ist halt vollkommen egal, auf welcher Seite die Überzahl ist. Ich denke, mit dem Herald haben sie ja deutlich mehr Tempo auf ihrer Seite. Zwei Plates fallen vorher, mit dem Charge sind dann halt sogar die nächsten zwei Plates weg. Und dann fehlt besonders eine Plate, das sie nehmen müssen. Das könnte vielleicht sogar schon reichen. Oh, aber danke. Nee, du kommst da nicht mehr weg. Versuch einfach um Kreise zu laufen mit der Ultimate, aber da kommt noch eine Ultimate von Xerxe. Damit musst du jetzt in die andere Richtung, aber da kommt jetzt eben die Spinne und auch Dreams nochmal hinterher und retten ihn hier. Also das war eine Ehrenrunde, die sich gelohnt hat. Ja, vor allem von Abu Dhaka sick gespielt, dass er da alles sidesteppen kann. Er dodgt die Kette, er dodgt die Bauchrammer. Dazu muss ich sagen, gestern hat Origin zwar gewonnen, aber Xerxe habe ich gestern schon ein bisschen kritisieren müssen. Er hat keine guten Ultimates getroffen, oftmals sogar die Gegner damit gerettet. Auch hier die Kombo nicht getroffen. Das Fass war denkbar schlecht gesetzt, weil es hat ihn weggeworfen in Richtung seines Teams. Er hätte jederzeit nach oben rausmoven können. Wenn er in die andere Richtung geflogen wäre, hätte man immer noch für den Kill gehen können. Also Xerxe kommt damit Gragas irgendwie nicht so richtig auf den warmen Fuß. 1:1, das gleiche Szenario, was wir gestern hundertfach, oder ich übertreibe, aber in die Richtung gesehen haben. Mal schauen, ob sich das hier noch im Laufe des Tages oder der nächsten Wochen ändert. Naja, je öfter er Gragas spielt, desto besser wird es hoffentlich. Übung macht den Meister, sagt man ja immer so schön. Aber genauso wie es angekündigt wurde, ist es jetzt gekommen. Turret First Blood auf der Top-Lane wurde genommen mit allen 5 Plates. Das tut natürlich einem Origin hier richtig, richtig weh und gibt eine Menge Solo-Gold in die Taschen von Forgiven, der ab dem Blade dort schon ziemlich stark werden wird. Ja, das schon. Knock-up hier von Braum geht daneben. Sender Ult. Der Snipe, aber Dage wird hier ignited, geht sogar down. Jetzt dreht man das Ganze. Auch Dreams jetzt da ganz alleine verbrutzelt auch nochmal. Und der nächste Kill für Xerxe. Währenddessen halt Oduamne und Forgiven, die pushen so ein bisschen. Die haben eine Menge Gold dabei, aber sonst kommt man hier nicht wirklich nach vorne. Ja, aber ich muss sagen, da wo eben Abu Dhaka richtig sick gut gespielt hat, war das auch schön gespielt von Nuke Duck. Dass er die Sidesteps dort findet und das Braum Ultimate dodgen kann, um sich dann halt nochmal in eine aggressive Position zu begeben. War fantastisch gemacht von ihm. Bisher sind ja die Assassins, vor allen Dingen LeBlanc, so ein bisschen auf der Strecke geblieben, was die Winrate angeht. Aber heute könnte es vielleicht der Tag sein, an dem sie ihren ersten Win sieht. Na, mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Am Ende muss Schalke weiter ein Tempo machen, du hast angesprochen, eigentlich ist das Early-Mid-Game für sie unglaublich relevant, auch wenn sie so eine kleine Absicherung hinten raus haben. Und bisher sind sie halt goldtechnisch sogar hinten. Ja, aber da macht es hier komplett richtig, sofort die Mercury-Boots mit eingekauft, für ihn jetzt einfach eine Überlebensnotwendigkeit, erstens um schnell aus der Kette rauszukommen, aber auch die Grundmagieresistenzen gegen ein Assassin-Matchup, in dem er behind ist, sind absolut wichtig für ihn, um überleben zu können. Unten hat man noch kein Free Drake. Wenn Nuke Duck das noch riecht, Agilis ist schnell genug. Er hat schon sehr, sehr früh angefangen.
Leo ist trotzdem hart an der Level hier. Ja, er muss halt wirklich aufpassen. Wenn er so einen Drachen dort startet und er schnell genug gespottet wird, ist Nuke Duck gerade aus der Midlane heraus eine riesige Gefahr für das gesamte Team von Schalke 04. Mal schauen, wie Upset sich hier auch entwickelt. Wir haben es vorhin in der Analyse gehört, Upset ja quasi jetzt gegen sein Ex-Team wurde von Forgiven ja so ein bisschen abgelöst, aus dem Ruhestand zurückgeholt. Und die Frage, hier ist natürlich die Frage, hat Schalke sich damit wirklich eine Gefallen getan oder ist es mehr ja nur ein Name, der sich geändert hat? Aber Upset gilt ja als unglaublich guter AD Carry. Ja, definitiv, aber Upset ist natürlich auch so ein kleiner Charakter für sich. Ne? Das ist immer die Frage, wie kann man sich ins Team integrieren, wie kann man sich anpassen. Aber Forgiven auch. Forgiven auch, ohne Frage. Aber deshalb sage ich ja, ist die Frage, das kann man von außen immer schlecht beurteilen, was jetzt wirklich die Gründe dafür waren, dass man den Spieler abgegeben hat, ne? Oder dass der Spieler auch selber gegangen ist. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ich denke, hier werden wir auch noch sehen, ob der Spieler sich halt, oder ob die Spieler in dem Fall sich halt in ihre Teams später integrieren können. Weil für Schalke hat es gestern ja nicht so gut ausgesehen. Für Origin schien das ziemlich gut zu laufen. So aktuell sehe ich sie da auch Richtung Treppchen Platz 3. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Wird sich entscheiden, je nachdem, wie Fnatic den Springsplit überstehen kann. Ja, bisher jetzt ein bisschen Ruhe wieder mit reingebracht. Farmtechnisch. Die meisten Lanes so ein bisschen dicht dran. Nur LeBlanc hat sich hier wirklich 20 Minions mehr erarbeiten können. Und Xerxer versucht es natürlich. Dadurch, dass die Schuhe jetzt gerade auf Cooldown sind, schwierig für ihn. Die hätte man sich vielleicht aufsparen sollen, um dann wirklich Botlane bedrohen zu können. Aber Forgiven hat auch gerade sein Flash zur Verfügung. Dreams auch. Also ich glaube, sehr viel hätte man da nicht bekommen. Gerade weil gerade auch kein Objective wirklich auf der Map ist. Ne? Also du hast kein Wolkendrache, kein Herald. Da oben, aber Dage, der sieht das. Will sofort punishen, Ultimate ausgelöst. Ja, das wird schwierig, da wieder rauszukommen. 2 gegen 1, Erfahrung springt nochmal ein bisschen in die andere Richtung. Will hier jetzt in Odoam ein bisschen kiten und kommt hier vielleicht sogar weg. LeBlanc bewegt sich ebenfalls. Dann wäre es ein 2 gegen 2 und diese Szene muss man abbrechen. Vor allem Flash von Odoam gezogen, um dann ins All-In zu gehen. Oh, aber Dage, tu es nicht. Oh, du siehst es doch nicht. Er weiß es, er riecht es. 100 Pro, das war ihm schon bewusst. Wenn Nuke Duck in der Mitte fehlt, muss er nach oben rotiert sein. Und wenn Alfari in die Richtung rausgegangen ist, kann er nicht einfach den Busch face checken. Hier hat er das schon komplett richtig gemacht. Der Riecher, der war da. Ja, er muss eine große Nase haben. Aber jetzt ist natürlich ganz bitter, weil Udo Amna hat kein Flash mehr. Alfari hat ein bisschen gepatzt, weil er seinen Boomerang nicht aufgefangen hat. War aber egal, weil er sich halt einfach in eine No-Vision-Zone zurückziehen konnte. Und Gott sei Dank war Gilius in dem Moment Richtung Botlane unterwegs. Der hatte da keinen Einfluss. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man auch so langsam die Augen wieder Richtung Toplane setzen wird. Der Herald wird da wieder erscheinen. Wäre eben nochmal für Schalke ganz gut, um das Tempo beizubehalten. Ich meinte gerade, dass Gilius halt leichte Probleme hatte. War halt zeitweise 20 Jungle Minions hinten. Hat sich wieder ein bisschen nach vorne gearbeitet. Jetzt sind es noch knapp 10. Aber es ist halt immer noch so ein halbes, wenn nicht sogar ein ganzes Level, das da hinten ist. Ja, aber hier kommen wir halt wieder zu dem Punkt, wie muss der Spielplan von Schalke 04 aussehen? Und die müssen jetzt wirklich langsam für Aktionen gehen. Renekton, Elise, Varus, die werden das halt alle nicht mehr lange spielen können. So, Varus wird halt nach dem zweiten, dritten Item auch im Late Game hinaus, so Senna ist da quasi nicht limitiert, gut outscaled werden und dann sieht es schwierig für sie aus. Aber Dage ist ja quasi der Punkt, der das Ganze so ein bisschen ja, abpuffern soll, das Ganze so ein bisschen abfangen soll mit seinem Scaling. Ryze ist da einfach ein fantastisch guter Champion, aber er ist derjenige, der am schlechtesten ein Spiel gefunden hat und zweimal abgeholt wurde. Das ist natürlich ein sehr ungünstiges Szenario, also muss sich Schalke nur viel langsam einen Plan einfallen lassen, wie sie es nach vorne treiben wollen. Da ist der Ocean Drake schon mal ein kleiner Anfang. Ich denke auch allgemein jetzt die zwei Item-Teamfights, die sie dort forcieren können, werden ultra wichtig für sie werden und dementsprechend sollten aber auch die Dage wird halt da so ein bisschen gecatcht, hat sein Flash noch zur Verfügung, aber Flushing geht schon Destiny, Ultimate geht hinterher, Teleport geht raus, aber kann man das überhaupt noch fighten? Auch von der anderen Seite kommt ein Teleport, Renekton steht jetzt mittendrin, aber man ist in Unterzahl, Destiny zieht hier seine Stopwatch, er kauft sich diese Bonuszeit und jetzt ist man rooted auf der Seite. Odo Amne, der verabschiedet sie ebenfalls nochmal und damit ein 2-0-Trade hier für Origin. Das Scare-Barrel von Xerxe war sehr, sehr gut. Der hat Braum unten kurz gesehen und sofort sein Barrel in den Busch geworfen. Braum direkt wieder raus. Sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Ja, aber Dage, wieder an die Leine genommen. Danach kommt sofort konsequent der Flash von Nautilus hinterher. Und wieder ist es er, der halt eigentlich als Scaling-Faktor dort alles abpuffern soll und der trotzdem abgeholt wurde. Ärgerlich für Gilius, der reagiert hier schnell, dreht sofort um, trifft aber seinen Cocoon in der Szene nicht. Wenn er dort Nuke Duck trifft und Braum von unten kommt, kann es nochmal anders laufen. Vor allem, weil halt Renekton für den Teleport geht. Aber dass er den Cocoon hier nicht trifft, ist fatal. Aber sehr schön, wie beide Spieler hier so ein Tor aufmachen quasi für diesen Cocoon. Sah sehr nett aus, aber am Ende hat Odo Amne da keine Chance. Das Barry muss ich gerade schon wieder ein bisschen kriegen, das war wirklich. Ja, ich sag's dann so, Xerxe hat das Brain, aber Mechanics sind eher so ein bisschen Pain. Da fehlt es in den beiden Spielen, die wir bisher von Immerfragers gesehen haben, noch an einigen. Ist aber auch egal, weil er ist zumindest da, wo er sein soll. Und allein damit hat er schon einen sehr, sehr großen Impact aufs Spiel. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass Origin hier den Ryze Punkt für Punkt raus. Und man bleibt farmtechnisch immer so ein bisschen dran. Also die 20 Minions, die man hinten ist, das wird nicht mehr. Aber es ist natürlich Tempo, dass Ryze immer verliert. Vor allem Map-Kontrolle. Weil
Du spielst ja quasi aus der Mitte heraus, auch für Vision, auch für die Rivers. Und jetzt sieht man das Ergebnis, dass man jetzt hier den Herald bei Origin nehmen wird. Harris wird im Team jetzt auch richtig schwach sein. Er kann sich ja, solange Nautilus quasi lebt, kann er sich gar nicht nah genug an das Team rantrauen. Eigentlich will er eine Split-Push-Kondition werden, aber wird er hier gegen LeBlanc sehr lange Zeit nicht werden. Hinten raus hat's Geld ja sie, aber das dauert Jahre. Was wir auch immer wieder sehen, ist der bewusste Trade, sozusagen, okay, die ersten zwei Drachen contesten wir nicht, wir spielen um Topside, holen uns den Herald, gehen fürs Tempo, aber das wird sich eben swappen, weil man will nicht zulassen, dass Schalke hier eine frühe Seele bekommt, zwei Bergdrachen werden 12% Bonusresistenzen plus einen Bonusschild, gerade auf Rise wäre das später, glaube ich, eine Condition, die man hier nicht haben will. Ja, wobei ich sagen muss, die haben jetzt nicht viel Resistenzen und sie bauen auch nicht viel Resistenz, es ist ja kein einziger Tank mit dabei, ich denke so, die Bergdrachenseele ist so das Einfachste, was man da noch bekämpfen kann. Aber ja, klar, so ein Chill würdest du den Gegner trotzdem nicht for free geben. Man muss auch sagen, wenn es jetzt Richtung dritten, vierten Drachen geht, wird Origin auch stark genug sein, dass sie sich selber sagen können, hey, wir müssen die Seele nicht aufgeben, wir müssen die Drachen nicht aufgeben. Eben. Ja, der Midlane-Turm, der konnte hier noch so ein bisschen verteidigt werden, aber es sind natürlich nur noch zwei, drei, das ist wieder ein Thema wie gestern, Auto-Takes, mal schauen, wie viele es am Ende wieder sind. Warum sind es wieder drei, ne? Ah, verdammt! Da muss ich immer schon die Zähne zusammenbeißen, wenn du weißt, dass die Enemy LeBlanc 302 steht, der ist nicht mehr gut Kirschen essen. Und bisher gibt es auch niemanden, der wirklich Magieresistenzen aufbauen konnte. Ja, auf Brom's Mercury Booster, für Ryze auch Mercury Booster, aber es hat nichts, was dich unbedingt eine fette LeBlanc überleben lässt. Ja. Und ich denke, Nuketag hat hier viele Fäden in der Hand. Von ihm wird hier auch sehr, sehr viel abhängen. Macht er einen Fehler und wird schnell abgeholt, dann fehlt natürlich auch viel an Goldpotenzial. Aber dazu muss es erstmal kommen. Bisher gefällt er mir sehr, sehr gut in der Partie. Muss halt noch sagen, im Midgame kann Origin viel mehr über die Sidelanes machen als auf der anderen Seite. Odoamne verliert die Sidelane, Ryze war die Sidelane aktuell auch relativ hart. Mit anderen Worten, man könnte die Map auch langsam ein bisschen bespielen auf der Seite von Origin. Ja, würde auch passieren. Also, safe, die nächsten Drachen werden sie nicht mehr for free abgeben. Die Mana-Mune wird bis dahin von Senna voll gesteckt sein. Also auch sie findet ihren Weg ins Spiel rein. LeBlanc hat bis dahin schon ihren 2-Item-Power-Spike. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Genauso Gragas, der hat sich eine Stopwatch zugelegt und wird halt wahrscheinlich sogar schon seinen Stimmlass fertig haben bis dato. Und dann haben sie alle Play-Möglichkeiten, die sie brauchen. Der einzige Faktor, der natürlich immer so ein kleines Fragezeichen ist, ist Gnar. Ich bin, also Kevin selber ist ja auch Gnar-Main. Ich glaube, das hat er schon so ein bisschen raushängen lassen, dass er da ein ganz, ganz großer Freund von diesem Champion ist. Aber der Champion ist sehr predictable. In Teamfights weißt du natürlich immer, wann wird er groß, wann kann er Mega-Nar werden, muss den Flash immer so ein bisschen mit einkalkulieren und dann sind auch Gegner in der Lage, drumherum zu spielen, um diese Mega-Nar-Form. Das macht den Champion immer so schwierig, im Competitive quasi ins Game aktiv zu integrieren. Auf jeden Fall. Zwei Items jetzt fertig hier bei Forgiven, also langsam sollte man auch anfangen, um ihn herum zu spielen. Muss halt sagen, farmtechnisch ist er halt wieder weg vom Schuss. Hat, glaube ich, auch sehr lange den Farm-Rekord gehalten oder hält ihn immer noch, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich meine, er hat eine Stopwatch, zwei Items, hat 30 Farm mehr. Langsam, aber stetig, oder? Mhm. Dabei hat LeBlanc auch schon 8-6 auf dem Darkseal. Johnny wäre stolz. Der ist ja auch ein ganz großer Darkseal-Verfechter. Auf Assassins allgemein immer ein relativ lukratives Item. Ist auch schon relativ effizient, wenn es nicht gestackt ist. Und wenn du halt dann mal die Plays durchbekommst und die Stacks drauf bekommst, dann umso goldeffizienter. Da kann sich dann immer jeder AP-Carry freuen. Ja, Elfari wird auch gleich die Form wechseln. Ist natürlich jetzt hier nicht so relevant, außer er hätte Teleport ab und man hätte gerade ein gutes Szenario, aber so natürlich mehr jetzt für den Split-Push. Ist übrigens von Elfari auch ein klares Statement mit seinem Bild, dass er jetzt sagt, hey, ich gehe nicht für den Blade, ich gehe nicht für den Split-Push-Bild, um da irgendwie den Renekton kontrollieren zu können. Weil im Endeffekt könnte man später immer noch den Ryze gegen ihn matchen und dann wäre egal, ob er für den Split-Push-Bild geht oder nicht, sein Szenario verloren. Und deshalb geht er hier für den Straight-Up-Teamfight-Bild, was vollkommen in Ordnung ist. Der nächste Drache ist so ein 1,30 da. Grundregel ist immer vor den Drachen, so bei einer Minute bis 1,30 vorher, wenn ihr den Drachen contesten wollt, solltet ihr versuchen, Kontrolle aufzubauen. Ums Pit herum, die Wards langsam platzieren, damit ihr quasi nicht dann erst, wenn der Drache spawnt, losmarschiert und der Gegner schon die Kontrolle über das Gebiet habt und dann ist es schwierig für euch, die Vision aufzubauen. Und genau das versucht man hier auch gerade und ich gehe auch stark davon aus, ne, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Origin wird den dritten Drachen, glaube ich, nicht einfach so kampflos hergeben. Nee, sollten sie auch nicht. Also sonst ist man direkt in einer Situation, forciert werden zu können beim nächsten Drake, das will man nicht. Und es würde Schalke eben dann hinten raus doch nochmal ein bisschen stärken. Ich glaube, man will diese Vorteile auch einfach nicht abgeben. Und klar, du baust nicht viele Resistenzen, am Ende freut man sich aber natürlich trotzdem. Ja, schön zu sehen. Schalke, die gönnen sich alle Ressourcen. Zwei Camps im Jungle sind gerade wieder respawned. Rankton hat sich schon mal oben die Golems dann noch gegönnt. Also man holt sich Gold, wo man nur kann. Denn jetzt ist auch für sie die Phase. Klar, Origin muss jetzt nicht mehr alles aufgeben, aber für sie ist jetzt ihre starke Phase. Also da zweieinhalb Items für Varus. Okay, bei Ryze müssen wir uns ein bisschen zurücknehmen. Für ihn ist auch keine starke Phase angebrochen. Und Elise hinkt auch so ein bisschen hinterher.
Da wäre natürlich jetzt nochmal das zweite vollständige Item ein richtig guter Spike. Danach geht es für sie eher so ein bisschen bergab. Aber auch Renekton, ne? Der ist jetzt gerade in Fari. Ja, man will diesen Drake, glaube ich, auch gerade gar nicht contesten. Der Kukotro fällt wieder nicht von Gilius. Und damit kommt Alfari sicher weg, ohne Flash einzusetzen. Okay, Dreams ist nochmal da. Jetzt bekommt man am Ende doch noch den Flash. Aber du hast drei Leute nach oben gezogen für einen Flash. Das ist safe Drake, der da weggeht. Ja, ich meine, ich glaube, sie wollte halt traden für einen Kill und Topside-Prio, aber das war zu wenig. Die Sache ist halt, dass Origin so ein bisschen Angst hat, weil der Herald ist gerade, der ist ja nicht mal mehr da. Eigentlich brauchen sie keine Angst haben, dass der Nasher weggeht. Sie könnten halt instant den Drake starten. Ja. Weil es kann unten nichts machen. Der wird auch gerade von LeBlanc so ein bisschen verwickelt. Kette ist oh, da. Oh, Bedagel, der hat noch sein Mana-Schild zur Verfügung. Löst er jetzt auch aus, aber jetzt doch nicht. Jetzt kommt da kein Schaden mehr bei rum. Flash oh, ein starkes Spiel von Abedagel. Und trotzdem das abgeholt. Nein, es bringt ihm halt leider nichts. Aber ich muss sagen, es war ansehnlich. Ja, war nicht verkehrt. Er muss vor allen Dingen, also die Ultimate von Ryze kann ja bloß abgebrochen werden, wenn er CC'd wird. Wenn er rausläuft, ist es komplett egal. Die Ultimate läuft trotzdem weiter. Deshalb läuft er erst aus der Ultimate raus, damit er halt von den Gegnern nicht CC'd wird und läuft dann wieder, beziehungsweise flasht rein, um im letzten Moment nochmal diesen Teleport zu aktivieren. Aber ein Upset. Der lässt so eine Spielchen nicht mit sich machen. Ja. Der ist zielsicher und er erholt sich auch auf lange Distanz. Upset zeigt auf jeden Fall, warum er jetzt vielleicht beim stärkeren Team ist und warum er bei Schalke weg ist. Er rächt sich hier ein bisschen auf jeden Fall bei Abedage. Der Drache wird jetzt hier eingesammelt von Origin, ist ihr erster. Und damit auch die Möglichkeit, hier noch drei weitere zu bekommen. Ja, und ich muss sagen, jetzt kommen wir langsam bei der Marke an. 23 Minuten, wir befinden uns in der 24. Minute. 3000, 4000 Gold Unterschied. So langsam sieht man, in welche Richtung es geht. Und da müssen wir uns wieder vor Augen halten, Schalke 04 Early Midgame. Das war ihre starke Phase. Und mit wahr meine ich auch wahr, denn jetzt wird es nicht unbedingt viel besser werden. Ab jetzt geht es immer nur noch bergab. Und der einzige Faktor, der bergauf scalen würde, der steht 0-4. Ja, eben. Das ist ein sehr großes Problem. Ich muss halt sagen, farmtechnisch ist er dran geblieben. Er hat jetzt, ob er jetzt ein zweites Item fertig, problematisch wird es dennoch. LeBlanc hat nämlich gleich Rabadons fertig. Und das ist nochmal ein Powerspike. Ich muss auch sagen, Forgiven, der hat nach 23, nicht mal 24 Minuten, hat er 266 CS. Also er outclassed die 10 CS pro Minute. Hui, oh, kann man schon mal machen. Dafür ist Forgiven auch bekannt. Wie gesagt, also er ist ein Typ, der sich auch über die letzten Jahre, wo er quasi beim Militärdienst war, ja auch in anderen Spielen immer wieder hochgeangelt hat und gezeigt, er hat einen mechanischen Skill, der ist nicht so einfach zu kopieren. Er hat da wirklich was in die Wiege gelegt bekommen. Ich würde jetzt super gerne eine Statistik sehen, die einfach zeigt, wie viele Minions er verpasst hat von den Waves. Weil wahrscheinlich hat er insgesamt jetzt zwei oder drei Minions, die er hätte bekommen können, bloß verpasst, wenn überhaupt. Vielleicht hat er auch alle bekommen. Ich glaube, er hat auch Bonusressourcen bekommen. Aber es gibt halt, ja, ja, klar, also er hat auch hier und da ein Jungle Camp mitgenommen, ohne Frage, ansonsten kommst du halt nicht auf so hohe Werte. Aber es gibt, glaube ich, bis ein Szenario, wo ich mich noch erinnern kann, wo du halt auf so hohe Farmwerte locker kommen konntest. Und das war als Midlaner, zum Zeitpunkt, als du quasi noch sowas wie Karthus Mitte gespielt hast oder Ezreal mit Runic Echo, wo du quasi immer die Midlane geklärt hast, dann die Raptoren genommen hast, Midwave geklärt, danach hast du die Wave genommen, wieder Midlane geklärt und danach wieder die Raptoren genommen. Das war so ein Szenario, wo du auch an sehr, sehr viel Farm rangekommen bist, aber das gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber Farm ich nur das Forgiven ist der, der bei Schalke langsam auch wirklich ins Rampenlicht muss. Also er muss langsam Tempo anziehen, das Team muss um ihn herumspielen, weil sonst wird das hier wirklich schwierig, wie du gesagt hast. Findest du, man sollte jetzt wirklich auf diesen einen Spieler alles aufbauen? Naja, er ist aber der Stärkste. Um wen willst du denn gerade sonst herumspielen? Abu Dagas, also jetzt gerade auf keinen Fall um Abu Dagas. Das ist der Punkt. Ich dachte, du meinst jetzt so insgesamt. Nein, ich meine jetzt zu dieser jetzigen Spielsituation. Ja, definitiv. Also aber da passiert nichts, außer dass er immer mehr Farmressourcen bekommt, die man dann aber auch vielleicht eher an Ryze swappen sollte. Ja. Da bin ich voll auf deiner Seite. Also da wird es auch nicht viel besser werden. Jetzt hat er gerade nochmal die Carry-Power, aber ich habe ja eben schon ein bisschen angedeutet. Ab jetzt geht es auch zum Bergab, was das Geld angeht. Immerhin hat Abedage seine zwei Items jetzt. Ne? Also das ist auf jeden Fall nochmal eine Hilfe gerade. Das Shield, das er da alle paar Sekunden aufbauen kann. Ja, ich glaube, aber bei Nuketag, wenn er jetzt Base geht, wird wahrscheinlich schon das dritte fast fertig sein. Ne? Ja. Und ich meine, man merkt es, sie haben keine Kontrolle mehr über ihren eigenen Jungle. Red Buff wurde invaded, die Vision wird immer wieder aufgebaut, die von Origin. Die machen das stetig, aber strukturiert nach vorne gut. Ja, und das sind auch die Szenen, wo eine Nara zum Beispiel gut glänzen kann. Wenn du keine Kontrolle und keine Vision mehr hast und nicht weißt, wo er kommt, und dann schafft er es wirklich mal in die Flanke zu kommen. Am besten mit der Wut, die er vorher in der Lane aufgebaut hat. Dann herzlichen Glückwunsch. Dann wird dieser Teamfight katastrophal für Schalke 04 enden. Und die waren ja gestern schon nicht so glücklich unterwegs. Also ich denke, Schalke hat sich viel vorgenommen. Auch der letzte Split lief ja nicht so günstig für sie. Das war so ein bisschen ärgerlich, kann man schon fast sagen. Das Ende des Splits sah ja so aus, dass beide deutschen Orgas, SK und Schalke, darum betteln mussten, wer noch diesen Einzug in die Playoffs schafft. Und dann mussten sie sich gegenseitig rauskicken. Ich denke, diesen Split wird da auf jeden Fall das Ziel von Schalke sein, die Playoffs zu erreichen. Aber mit einem 0-2-Start, wird man auf jeden Fall nicht gerechnet haben. Ja. Mal gucken. Aber noch haben sie die Möglichkeit zum 1-1. Meine Fehler können auch immer passieren, je nachdem. Können auch Spiele immer sehr gut performen. Gilius kann auch eben noch Rylai's
Kristallzepter. Fertiggestellt hat sie also auch zwei Items zur Verfügung. Ist ganz nett, aber er ist nicht der Snowball-Charakter. Er hat keine Kills bekommen, er ist CS-technisch hinten im direkten Vergleich. Und natürlich hat er immer noch einen gewissen Burst-Schaden, aber er ist nicht in der tragenden Figur hier wirklich das Spiel entscheidend. Frag ich auch wirklich vorhin, als ich den Zauberstab plus den Ruby-Crystal gesehen habe, dachte ich, es geht eher in die Richtung Liandris. Ich frage mich, ob hier Kristallzepter wirklich die beste Option ist. Ich halte es ehrlich gesagt für relativ nutzlos. Maximales Leben kriegt er auch so. Das Slow ist jetzt nicht unbedingt relevant für ihn. Die meisten gegnerischen Champions haben sowieso Dashes. Der Schaden bleibt damit auf der Strecke und damit halt auch sein Relevanzfaktor. Ja. Ja, auch Xerxa, also er hat jetzt ja schon seit 3 Jahren hier seinen Stundenglas fertig. Auch das ja so ein wichtiges Item. Ne? Und generell sehen wir 2, 3 Items jetzt hier bei Origin fertig. Und sie sehen sich in einer sehr, sehr schönen Position aktuell. Der Drache auch in der Minute da, also um den sollte man auch langsam wieder spielen. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch. Ja, ich glaube, das einzige Problem, was es bei Origin momentan gibt, sie haben nicht unbedingt den DPS-Faktor, um so einen Nashor schnell wegzurushen. Da fehlt sowohl die Midlane-Power als auch die DPS-Power auf der Botlane noch. Die machen das alles hier wunderbar, aber die Champions, die sagen einfach, nope, so schnell könnt ihr nicht rushen. Aber der Drake ist die perfekte Option. Na, und da werden sie auf jeden Fall auch nichts anbrennen lassen. Ich glaube nicht, dass es da, solange Origin keinen Fehler macht, eine Möglichkeit gibt, für Schalke den effizient zu contesten. Ist mir an, es wäre schön, gerade weil man jetzt nochmal einen Hextrinker bei Varus hat. Man könnte versuchen, um ihn das Ganze aufzubauen. Aber sie, ich meine, wir sehen es ja auch die ganze Zeit in den letzten Minuten, sie trauen sich gerade nicht mehr aktiv als Team gegen Origin anzutreten. Ja. Das ist an sich auch die richtige Entscheidung, weil sie eben schwächer sind. Sie müssen schauen, dass man hier irgendwie andere Lösungen findet. Vielleicht ein Catch über Elise aufbaut, aber ohne Vision-Kontrolle wird das nicht funktionieren. Genau das. Also sie brauchen schlichtergreifend jetzt einen Play. Und zwar einen richtig, richtig guten Play. Bisher lässt es aber ein bisschen auf sich warten. Die Cocoons waren alles andere als treffsicher in dem Game. Der Drache wird jetzt hier auch einfach von Origin genommen. Da lassen sie halt auch nicht erstmal Vision in die Richtung kommen. Den werden sie einfach free mitnehmen, dann ist gut. Damit der zweite Bergdrache für sie, du hast auch angesprochen, so entscheidend ist der Ganze nicht. Aber klar, so ein paar Bonuswerte sind natürlich da. Ne? Du siehst schon ein bisschen Rüstung bei Gnar, bei Nautilus, du hast auch bei Gragas hier natürlich das Stundenglas. Es wird aber nicht viel sein. Ja, aber es geht ja auch, glaube ich, eher darum, dass man halt die Seele auf keinen Fall bei Schalke sehen möchte. Die haben mit 2 Drachen Vorsprung schon mal gut hingelegt. Aber viel weiter geht's dann auch nicht. Aber das sehen wir halt so oft, dass Teams, die sagen, wir sind erst ab dem Midgame stark, wir droppen die ersten 2 Drachen, das kannst du einfach knallhart machen. Weil jetzt sind sie stärker und Schalke hat keine Chance mehr an die Drachen. Das ist ja genau das Ding, das ist ja der taktische Aspekt dahinter. Klar, die Drakes sind so ein bisschen, so ein kleiner RNG-Faktor, aber mittlerweile wurden sie so schnell oder so stark abgeschwächt, dass du diesen RNG-Faktor schon kontrolliert benutzen kannst. Also du musst ihn jetzt nicht einfach alles abgeben, sondern du kannst sagen, ja, die ersten beiden können wir verkraften, die geben mir jetzt auch nicht so viel Boost und wenn wir dann stark genug sind, dann können wir auch kämpfen. Und das finde ich tatsächlich ziemlich toll, weil ich bin kein großer Fan, wenn man halt viel RNG im Competitive Gameplay mit drin hat und den RNG-Faktor hat man weitestgehend eliminiert bekommen. Ja, vielleicht bahnt sich hier doch nochmal ein Versuch von Schalke an. Ich meine, sie haben erst 2 Kills bekommen, 2 Türme, erst da so viel Gold noch im Spiel, aber auf der anderen Seite eben auch. Also da hat man auch erst 3, ne? So ist es nicht. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, wenn ich gerade an den RNG-Faktor denke. Dann frage ich mich, wann wir das erste Mal im Competitive Play einen Spielcharakter mit Omnistone sehen werden. Ja, vielleicht wenn mal Sylas in der Mitte gespielt wird oder so. Für Sylas ist es tatsächlich eine Option, ja? Einer der wenigen Champions, wo Omnistone wahrscheinlich Sinn macht. Einfach bloß aufgrund des geringen Cooldowns. Wenn du da zum Beispiel Aftershock oder ähnliches benutzt, hast du halt 40 Sekunden. Und mit Omnistone hast du halt einen deutlich geringeren Cooldown und kannst halt viel, viel mehr Sachen procken. Aber den RNG-Faktor möchten halt alle umgehen. Ich habe heute, war das glaube ich, habe ich sogar einen Hacker im Jungle mit Omnistone gesehen. Das sah auch ganz interessant aus, aber ich glaube auch für ihn ist es nicht die beste Option. Ja. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe bisher auch noch nicht so viel Positives, ehrlich gesagt, über diese Runenseite gehört. Nee, es gibt so viele Champions. Also hier und da habe ich mal einen Ezreal gesehen, einen Bart habe ich mal damit gesehen, sagt Hecarim. Jace habe ich auch schon mit Omnistone gesehen und ich glaube, dann hört es auch schon auf. Es gibt sehr wenig Champions. Selbst bei den Champions, die ich mit gesehen habe, frage ich mich immer noch, war das wirklich gut? Ich glaube nämlich eher nicht in vielen Fällen. Ah, Origin geht jetzt hier wieder in den Jungle von Schalke rein, bauen Kontrolle auf, poken ein bisschen rein, LeBlanc zu schauen, mit dem leeren Stab dabei. Also Schaden haben sie wirklich genug. Ja, auch 4 Items auf Upset. Ne? Dem geht's halt pudelwohl. Der ist einfach nur glücklich. Ja, ich glaube, das Spiel hat ja auch eine ganz klare Richtung angenommen. Also da gibt es momentan keine Lane mehr, die Schalke 04 rausgepusht halten kann, sondern sie werden überall reingedrückt. Nochmal der Punkt. Ich verstehe nicht, wenn Schalke, ich meine, Schalke nimmt ja ebenfalls die vorsichtigen Placements in Kauf. Warum shiftet man dann weiterhin alle Farmressourcen an Forgiven, der jetzt hier inzwischen 70 Minions mehr hat als Abedagge? Und Abedagge ist die Late-Game-Absicherung. Ist vielleicht auch eine Entscheidung, die man hier hinterfragen kann. Ja, wir werden natürlich sehen, wie das da weitergeht. Gute liebe Ryze ist die Late-Game-Condition, aber ich weiß nicht, ob man die noch als Late-Game-Condition bezeichnen kann. Es dauert, es dauert.
Ne? Aber der Nasher und auch die Drakes rücken immer näher. Irgendwie sagt mein Gefühl gerade, dass wenn sich beide Teams nicht trauen, für den Gage zu gehen, wird es halt wirklich auf die Bergdrachenseele und die vier Bergdrachen für Origin hinauslaufen. Das kann halt wirklich passieren. Mitte wird nochmal geklärt. Es sieht so ein bisschen aus, als wollte Origin hier weiterhin auch langsam die Baron Vision aufbauen. Dreams könnte da gecatcht werden. Destiny könnte da ebenfalls rübergehen, aber wird jetzt so ein bisschen gecatcht von dem Kokon von Gilius. Trotzdem, man hat nicht den Follow-up-Damage, um das wirklich spielen zu können. Sie werden aber trotzdem immer weiter, Stück für Stück rausgedrängt. Aber Schalke lässt sich auch rumschubsen, gerade wie ein Punching Ball. Ah, das ist aber auch so eine eklige Situation. Also, natürlich. In ihren Köpfen wissen sie, dass sie selber forcen müssen und dass sie jetzt selber hart reingehen müssen. Aber sie wissen auch, dass sie es gar nicht können, wenn sie Teamfights, wenn sie selber ein Gage verlieren. Und das ist so bitter. Das ist einfach eine, ja, Zwickmühle, triffst du, glaube ich, ganz gut, aus der du nicht so einfach rauskommst. Definitiv. Aber ich sehe auch keine Versuche. Ja, aber das ist halt, das ist ja genau das Genau, Problem. Ich verstehe das. Sie müssen es versuchen, aber wenn sie es versuchen, wissen sie, dass sie verlieren. Also für was willst du gehen? Das ist halt so ein bisschen immer die Entscheidung zwischen, ja, guten Tag, dem Schleichen im Tod, finde ich. Ob man sich wirklich dafür entscheidet, gehen wir für ein Risikoplay und versuchen, das Game zurückzuholen oder warten wir auf Fehler? Aber ist es ein Risiko, wenn du weißt, dass du es verlierst? Eigentlich ist es kein Risiko. Das ist halt wirklich so eine richtig unangenehme Situation. Aber ich glaube, es ist einfach eine Einstellungsfrage. So, Schalke 04 muss einfach, sie müssen wirklich beten. Sie müssen zum Elo-Gott beten, dass irgendein Fehler bei Origin passiert, den sie hart punishen können. Ansonsten geht das hier nicht mehr positiv voran. Und auch der Nasher wird jetzt langsam leckerer. Je länger das Spiel geht, desto mehr Damage kommt ins Spiel, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass man hier mal an den Nasher-Rush rangehen können. Von daher, auch dafür Schalke eine kleine, dicke Zeitbombe. Los. Lutel. Ja, man geht dann nochmal rein, aber kommt dann sicher über die Wand. Gilius ist allerdings flashlos, die Spinne muss da aufpassen, er Lockup trifft hier sogar und inzwischen macht Ryze auch ein bisschen Schaden, wird jetzt allerdings geangelt von Destiny. Der jetzt aber so ein bisschen ein starkes Kragas, was sie mal von Xerxe, das sieht man auch nicht alle Tage. Nautilus wird jetzt hier gecasht und verabschiedet sich, aber der Trade ist da und am Ende nämlich Upset mit dem nächsten Kill. Ah, das sah nicht ganz so gut für Origin aus, aber hier sehen wir auch halt die Option, warum Senna im Late Game so gut funktioniert. Je länger das Spiel geht, desto mehr Penetration, vor allen Dingen Reichweite kriegt sie. Dritter Bergdrache, Abedaga muss jetzt hier selber nochmal rauslaschen. Xerxe vergoldet sich nochmal. Braum versucht es ebenfalls, aber man beräumt jetzt hier auf. LeBlanc mit einiges an Damage. Alfari steht ebenfalls in der Meute drin. Dreams rotiert jetzt hier nochmal, aber muss sich am Ende vergolden. Shutdown und Double Kill. Am Ende ist das einfach zu gut, was Origin hier macht. Ja, man kann Schalke jetzt nicht mehr vorwerfen, dass sie tatenlos wären. Sie haben es probiert, dort irgendwie reinzukommen, LeBlanc zu catchen, aber Upset ist mittlerweile so stark. Der hatte in diesem Teamfight alle Freiheiten, kriegt immer wieder die Autotags durch, kann die Gegner immer wieder slowen für den nächsten Autotag, für den nächsten Q und richtig schön vorbereiten. Niemand kann ihn bedrohen, denn der Fokus war LeBlanc und Gilius, der musste hier notgedrungen so ein bisschen rausgehen. Im Repair muss dann über die Wand flashen. Gar nicht schlecht bis dahin, zumal man dort auch viel Poke auf Lead Duck findet. Dann trifft die Braum Ultimate und Abedaga kann die Combo anbringen, aber hier war Abedaga ein bisschen zu weit. Xerxes Fass muss man hier loben, also er splittet die Gegner so ein bisschen auseinander, wodurch halt Renekton viel Schaden abbekommt und sein Styrax jetzt schon gepockt wird. Destiny stirbt, hat aber viel wegdenken können, währenddessen war Nah die ganze Zeit am Drake. Ja, das war auch der Grund, warum der Teamfight hier relativ schwierig für Origin war, sie waren in der Unterzahl. Ja, und jetzt, je länger es geht, desto besser wird es. Der Snare trifft Abedaga, Upset denkt sich, jupp, können wir für gegen. Xerxes hier mit einer wunderbaren Flash-Combo. Upset macht einfach die Schritte. Ja, aber ich muss sagen, Upset, also generell, Orin spielt so schön um Upset auch herum, peelen für ihn. Aber Ende Upset, aber auch wirklich jemand, der gerade brutal sein Ex-Team verprügelt. Ja, das in dieser Szene ist auf jeden Fall nichts, was man von der Hand weisen kann. Hier, der kommt auch aus Spooky Ghost. Herzlichen Glückwunsch. Der nächste Red Buff, den man hier aufgeben muss. Ich meine, es ist nur ein Red Buff, klar, aber der ist halt null Kontrolle mehr, ne? Denn die erste der nächste T2-Turm, der jetzt hier auch auf der Top-Lane eingerissen wird. Xerxes ist ja dafür bekannt, dass er so ein kleines kreatives Brain auch ist, was sein Champion-Pool angeht, aber auch was seine Builds angeht. Und da jetzt nochmal die Spooky Ghosts mit reinzunehmen, finde ich ehrlich gesagt eine sehr interessante Adaption. Das ist ja für einen immobilen Carry sind diese Spooky Ghosts richtig unangenehm. Dadurch, dass er jetzt natürlich die Slow-Rune nicht mit dabei hat, bleibt diese kleine Fläche aus, die halt normalerweise ein größeres Problem darstellt. Aber sobald Forgiven oder aber da ganz zu weit vorne stehen, oder auch im Teamfight, wenn die Dinger später mal aktiviert werden, werden sie Probleme haben, sich halt in eine gute Position zu bringen, weil sie sehr immobil sind und dann auch noch geslowt werden. Auf jeden Fall, also das ist sehr tricky, aber finde ich auch eine interessante Konstellation, für die sich Xerxel da entschieden hat. Ja, Nuke Duck, der ist auch mutig. Alfari, aber der wird jetzt wieder gleich klein, flasht hier nochmal, aber trifft niemand. Dreams, der kassiert aber ordentlich. Und Upset zeigt mal,
warum er als AD Carry Gott hier so ein bisschen gilt. Ja, Late Game Senna ist enabled. Die Reichweite und der Schaden werden jetzt immer stumpfer, immer dümmer werden und immer effektiver. Oh, der nächste Hook. Renek muss hier aufpassen. Wir versuchen irgendwie Schaden zu machen, aber du hast keinen Schaden mehr im Vergleich. Der Block springt dir einfach ins Gesicht. Der Snipe am Ende von Upset holt hier den nächsten Kill. Odo Amne wird hier auch zerkleinert. Double Kill schon wieder für Upset. Ich weiß nicht, wie viele der hier heute schon gerissen hat. Ja, der macht das wunderbar. Lässt sich auch keine Fehler zu Schulden kommen. Die nächsten Catches, die man auf der Seite von Origin mitnehmen kann. Und immer mehr steht Schalke 04 mit dem Rücken an der Wand. Da hat Alfari sogar nochmal Bock, trifft ihn nicht ganz. Aber das Overdive ist gerade der nächste Haken, trifft, aber Dagger ist down. Shutdown hier sogar nochmal für Nuketag. Und das könnte vielleicht sogar schon gewesen sein. 30 Sekunden hat man der T3 zum Feld und der Nexus liegt so ein bisschen angreifbar da. Ja, und keine Option für Schalke. Aber hier muss man sich, glaube ich, auch die Frage stellen, ist eine Early-Mid-Game-Komposition für Schalke wirklich das Richtige? Ist das die Komposition, die sie spielen wollen, wenn sie halt eher einen langsamen Spielstil haben, einen aufbauenden Spielstil. Aber Dagger hier natürlich komplett rausgenommen aus dem Spiel. 0-5 Performance, er ist niemals dabei gewesen. Aber auch Forgiven hat nicht wirklich aggressiv den Weg nach vorne gefunden. Nee. Aber generell, ich meine, es ist ja eine Teamfrage. Du bist als Varus unmobil, das heißt, du brauchst Peel, du brauchst einen Engage. Aber eine gute Ultimate als Eröffnung haben wir von ihm auch nicht gesehen. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich muss sagen, Origin ist ein fantastisches Team bisher in der ersten Woche. 2-0 gegangen, sehen grundsolide aus und haben sich mit Upset hier definitiv gestärkt. Und ich werfe die Frage auf, ob Schalke sich geschwächt hat. Ja, da kann man natürlich jetzt so ein bisschen Rätsel raten. Aber wenn wir schon mal bei Origin sind und sie loben, man muss dazu sagen, sind sie 2-0 gegangen oder sind sie 2-0 gegangen? Weil es ist ja ein Unterschied, ob du eine relativ schwache Performance zeigst und trotzdem gewinnst, weil halt beide Teams so ein bisschen gestruggelt haben. Ich fand sie aber in beiden Games sehr überzeugend. Also Origin macht für mich einen bombenstarken ersten Eindruck in diesem Split. Ja, einfach weil sie auch sicher sind in der Rotation. Ich habe das Gefühl, sie bereiten alles clean vor. Calls werden hier, denke ich, komplett befolgt. Da ist kein Durcheinander zu sehen. Und das sieht man bei anderen Teams ganz anders. Vor allem die Sache ist, die spielen halt safe. Sie lassen sich keine Fehler zu Schulden kommen. Ja. Sie finden aber trotzdem immer wieder Lücken, wo sie halt irgendwann Fehler bestrafen können. Ich glaube, sie haben ihren eigenen Spielstil sehr gut unter Kontrolle, dass sie halt auch mit dem Draft das sehr, sehr gut vereinbaren können. Dass sie halt diesen Scaling-Faktor für ihren doch eher langsamen Spielstil mitnehmen, aber sie spielen es gut dabei. Ja, das ist halt ein Punkt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Mal schauen, ob unsere Analyse auch ganz bei dir ist. Ist es ein 2-0 oder ist es ein 2-0? Na, das ist die Frage. auf jeden Fall muss man sagen, sehr schöner Start für Origin. Und es scheint jetzt endlich so ein bisschen das Jahr von Nuketag, das Jahr von Upset zu sein. Vielleicht war Schalke das falsche Team für die beiden, weil sie sind jetzt beide wieder zusammen, so wie ursprünglich mal. Und es läuft einfach, oder? Ja, also perfekte Teamcomp. Für mich komplett outdrafted, also mit Renekton und sowas, konnten einfach nicht engagen, haben dann auch noch individuelle Fehler gemacht und Varus-Pick konnte nicht irgendwie vorgehen, weil er ist halt Varus, er hatte da irgendwie keinen Time-Catch dahinter oder sowas, der ihn aufessen könnte, wenn er zu aggressiv spielen würde. Also von daher fand ich definitiv die stärkere Teamcom auf Seiten von Origin und einfach super clean gespielt. Ja, auf jeden Fall sauber runtergespielt. Ne? Senna, ist das jetzt vielleicht der nächste Bann, den wir von Forgiven und seinem Team sehen werden, nachdem er heute wieder auf die Mütze bekommen hat? Langsam eng auf seiner Liste werden. Vor allem muss man wirklich sagen, dass Upset dann ein Bombenspiel abgeht. Ja. Kevin, von deiner Seite aus, ne, du hast ja so ein bisschen die Matchups auf der Toplane jetzt gesehen. In dem Spiel war da nochmal ein großer Impact zu sehen oder war das wirklich eine Sache, die wirklich nur über Nuketag und über Upset lief? Also Toplane war fein, also vor Matchup, denke ich, war es fein. Alfari hatte die ganze Zeit eigentlich die Pressure und so wie man es erwartet in dem Matchup, hat ein paar Gangs gefressen. Tja. Oh mein Gott. Und Technikfragen, Technikfragen. Weiter geht's. Okay, warte. Okay. Also nee, von daher, Toplane war jetzt, wie wir es gesehen haben, so nicht so jetzt der Impact. Ich fand halt den Renekton-Pick übel irrelevant im ganzen Game. Er konnte nicht viel machen. Er hat Ultimate gezündet, musste weglaufen, weil er gekitet wird. Und fertig war es mit Renekton. Klar, dagegen war teilweise effektiv. Er wäre effektiv gewesen, wäre das Game even gewesen, weil er hätte bessere Ultimates hauen können. Aber ansonsten lief halt alles, finde ich, über die Senna, über Nuketag. Das war genau das, was wir auch angesprochen davor haben, dass er schön von der Seite reinjumpt, die Leute chunkt und einfach runterpokt und darüber dann gewinnt. Ja, wie resettet man als Team anstelle von Schalke jetzt zum Beispiel das Mindset so ein bisschen, wenn man so einen schlechten Start verhältnismäßig hatte? Ich glaube, man muss wirklich gucken, wie man das Ganze herangehen möchte. Die Teamcomp war halt eben auch nicht so gut, wie die dann letztendlich
bei Origin ausgesehen hat. Ich denke, vor allem ein paar Änderungen, die man machen konnte, wäre zum Beispiel, dass Abel Duggan in der Midlane halt komplett untergegangen ist, wie Kevin ja bereits erwähnt hat, hatte da wirklich nicht das Spiel seines Lebens. Und ich finde auch, die Elise hat sich schwer getan, denn gerade ihre Stärke ist, eben Level 3 auszunutzen, eben mit den Ganks auszuhelfen. Es hat einmal Toplane funktioniert, als Antwort eben auf einen Counter-Gank. Aber auch da ist eben Gilius nur ganz knapp mit dem Leben rausgekommen und irgendwie hat eben dann alles nicht ganz aneinander gepasst, wie es hätte passen sollen. Ja, ob es jetzt für Fnatic passt, das werden wir in der nächsten Begegnung sehen, denn da wird Fnatic gegen Misfits antreten. Gestern hat Fnatic ja noch nicht gewonnen. Also für alle Fnatic-Fans hofft man natürlich, dass da ein besserer Start passieren wird als in den letzten Splits. Wir werden es auf jeden Fall sehen nach der Pause.